Andi, 0:0 gegen LASK im letzten Heimspiel jetzt im Jahr 2023. Was war das heute für ein Spiel von euch? Ja, jetzt kein großartiger Leckerbissen. Also war ein Spiel, finde ich, auf Augenhöhe, wo man sehr chancenarmes Spiel, der was wahrscheinlich das erste Tor gemacht hätte, das Spiel gewonnen. So, ja, so ist das 0-0 ausgegangen, ist, glaube ich, verdient für beide Mannschaften. Ja. Ja, es war wenig auf beiden Seiten eigentlich dann, oder? Ja, da habe ich gesagt, chancenarm. Wir haben uns schwer da in die Räume reinzukommen, was wir bespielen wollten, aber der LASK hat sich auch sehr, sehr schwer da und dann kommt halt so ein Spiel raus. Und ja, war jetzt, wie schon gesagt, jetzt nicht unser bestes Spiel, aber den Punkt nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ihr habt jetzt wieder nach der Niederlage zu Null gespielt, was sicher auch gut für Selbstvertrauen. Gerechtes Unentschieden dann unterm Strich? Oder traut ihr einen Sieg vielleicht nach? Ja, ich sag schlussendlich wahrscheinlich schon gerecht, aber wenn man sieht, da war die Chance von mir nach der Halbzeit, die Chance von Manu, wo er fast schon beim Verteidiger vorbei ist, der was ihm dann reinholt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die müssen wir einfach besser fertig spielen. Und ich muss den Ball reinhauen und dann steht es 1-0 und dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Jetzt muss man an so einem Tag auch über das Wetter reden. Wie war es denn? Der Platz war, glaube ich, tipptopp. Die Temperaturen waren unmenschlich, oder? Ja, du, das ist normal. Passiert im Winter, dass es einmal solche Temperaturen gibt. Großes Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Fans oder Fans generell, die was uns da den Platz freigeschaffelt haben, heute am Vormittag schon, dass wir überhaupt spielen haben können. Da sind wir schon als Mannschaft sehr, sehr dankbar, dass es solche Leute gibt und dass überhaupt ein Spiel stattfinden hat können. Die Kälte ist natürlich das andere Thema, aber das ist für alle gleich. Ich finde es immer interessant, wer dann wie spielt. Du warst der Einzige am Feld ohne Handschuhe. Ja. Ja. Ist halt so. Mir ist das relativ egal. Also bei den Händen bin ich nicht so empfindlich. Mir ist eher wichtig, dass das passt. Dafür ist der Marvin Potzmann der Einzige mit kurzen Ärmeln gewesen. Ja, brutaler Hund. Einmal geht es noch in dem Jahr. Nächste Woche in Klagenfurt. Klagenfurter Gegner, den Sie jetzt schon ganz gut kennt aus dem Jahr. Ja, schwieriger Gegner wieder, also Klagenfurt, weil wir wissen eh alle, dass uns die Mannschaft nicht unbedingt so liegt. Aber wir haben es heuer schon mal geschlagen und nicht einmal so lange her im Cup. Und das wollen wir natürlich wieder machen und mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen. Und am Schluss möchte ich mich einfach nochmal bei allen Fans bedanken, bei allen Leuten, die uns über das ganze Jahr unterstützt haben. Großartig. Ist nicht selbstverständlich, dass man auch vor allem in der Zeit, wo es negativ gelaufen ist, wo es nicht gut gelaufen ist, dass die Leute hinter uns gestanden sind, dass sie uns angefeiert haben. Und können wir uns schon, müssen wir schon wertschätzen, auch von der Mannschaft aus, und das machen wir. Und ja, riesen Dankeschön einfach an alle. Hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr wieder so weitergeht mit der Unterstützung. Das hoffen wir auch. Danke, Mandy.